Hallo Eberswalde und herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick mit Eberswalde TV die Woche. Wir haben das wunderschöne Wetter mal wieder ausgenutzt und sind in die Natur gegangen. Allerdings, wie gestern schon versprochen, wird es heute sehr sportlich. Wir sind nämlich beim Eberswalde Tennisclub und bei mir ist der Vereinsvorsitzende Dr. Heiko Wolter. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, Frau Zimmermann. Wir freuen Eigentlich uns, willkommen an uns, wir sind ja bei Ihnen. Es gibt einen guten Grund, dass wir uns heute hier getroffen haben. Nicht nur wegen dem schönen Wetter, sondern hier wird heute richtig was gefeiert. Was genau? Ja, wir freuen uns, dass wir also nach anderthalbjähriger Bauzeit unser neues Funktionsgebäude fertiggestellt haben und dass es jetzt in Betrieb geht. Und wir wollen mit einer Dankeschön-Veranstaltung uns bei den Sponsoren, Ideengebern, Geldgebern und Bauausführenden recht herzlich bedanken. Und nebenbei steigt auch noch ein kleines Turnier. Sind nur Aktive aus Ihrem Verein da oder kommen noch Gäste zum Tennisspielen? Nein, es ist kein richtiges Turnier. Wir haben allen Eingeladenen freigestellt, wer Tennis spielen will, schon um 11 hier zu erscheinen und ganz locker mit uns, mit Vereinsmitgliedern, mit Übungsleitern zu spielen oder auch untereinander. Zurzeit sind noch nicht allzu viele da. Wir hoffen, dass noch der ein oder andere dazukommt. Und es ist kein Turnier, also nur Freizeitspielen, ein bisschen Hunger und Appetit antrainieren. Die ersten machen sich hinter uns schon warm. Es wird also auch gleich richtig was zu sehen geben. Ich glaube, Mai ist auch so typisch für die Freiluftsaison beim Tennisspielen, so Auftakt, oder? Ja, der Beginn der Freiluftsaison hängt sehr davon ab, wie das Wetter ist, weil wir ja die Plätze fertigstellen müssen, so in ein, zwei Wochen Aufbauarbeit. Und meistens beginnt die Freiluftsaison nach Mitte April. Und das ist ja so eine richtig schöne Zeit, da beginnt eigentlich alles. Es wurde offiziell angeradelt am letzten Wochenende, Sie können wieder Tennis spielen. Die Golfer werden sich wahrscheinlich auch freuen. Wir freuen uns, dass wir endlich draußen drehen können. Und einen großen Auftakt gab es auch am letzten Wochenende am Grimnitzsee. Da wurde nämlich die offizielle Barnimer Tourismussaison eröffnet und wir waren mit der Kamera dabei. Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete der Tourismusverein Schorfheide Korin in Joachimsthal die touristische Saison. Rund um die askanische Burgruine Grimnitz und an der Seepromenade boten zahlreiche Stände einen Überblick über die touristischen Angebote der Region. Der Bernetsche Männerchor stimmte das Publikum auf das abwechslungsreiche Tagesprogramm ein. Ein weiterer Grund zum Feiern war die Überführung der Burgruine in gemeinnütziges Eigentum. Mit einem Böllerschuss und der feierlichen Enthüllung einer Tafel wurde den Sponsoren gedankt, die eine teilweise Rekonstruktion in Zukunft möglich machen. Am Fuß der Burg zeigten vor allem traditionsreiche Gewerke die Früchte ihres Schaffens. Aber trotz der Vielseitigkeit des Angebots und der erwiesenen Kunstfertigkeit hielt sich das Kaufinteresse der Besucher in Grenzen. Zur Unterstützung der nostalgischen Eindrücke boten mittelalterliche Spielleute den passenden musikalischen Rahmen. Und auch für das leibliche Wohl der Besucher wurde gesorgt. Denn wer das gesamte Areal erkunden wollte, musste schon einige Stunden Zeit investieren. Highlights am Rande waren auch Attraktionen für die Jüngsten und ein Shuttle-Service für laufunfreudige Gäste. Alle
Alles in allem stellte der Tourismusverein unter Beweis, dass man in der Region für den sommerlichen Ansturm von Urlaubern gerüstet ist. Eberswalde TV heute aus dem Grün. Wir haben uns zurückgezogen und sind auf dem Tennisplatz des ETC. Bei mir ist immer noch der Vorsitzende Dr. Heiko Wolter, jetzt war der Vorname weg. Die ersten sind hier schon am Spielen. Was mich mal interessieren würde, wir haben hier schon ein bisschen geguckt, wie nennt sich eigentlich dieser Belag? Ist das ein spezieller, ist das ein besonders guter auf den Plätzen? Das ist ein ganz normaler, üblicher Ziegelmehlbelag, der eine Tragschicht unten drunter hat und jedes Jahr im Frühjahr praktisch neu hergestellt werden muss. Durch Abtragen der alten Anteile und durch praktisch neue Bewurf und Einebenen mit neuem Material. Wir brauchen in jedem Frühjahr ungefähr 4 Tonnen Ziegelmehl, die hier raufgebracht werden. Und es muss dann oft gewalzt werden, damit die entsprechende Festigkeit für das Spielen erreicht wird. Ja, 4 Tonnen. Das ist eine schöne Menge. Haben denn hier eigentlich schon große Turniere stattgefunden? Waren Sie schon mal Gastgeber von richtig großen Aktionen? Waren schon prominente Tennisspieler da? Nein, ausgesprochen prominente Tennisspieler waren hier nicht, zumindest nicht nach 1990. Es gab in den 80er oder 70er Jahren mal Übungsleiterlehrgänge, wo DDR-Meister hier anwesend war. Aber nach der Wende hat sowas eher nicht stattgefunden. Wir haben ja nur 3 Spielfelder, wie man sehen kann. Also muss man sich mit 3 Plätzen dann schon richtig gut koordinieren, wenn dann im Sommer alle spielen wollen. Koordination ist auch ein gutes Stichwort. Das braucht man nämlich auch, wenn man besonders gut tanzen will. Ganz nach dem Vorbild vielleicht von großen Popbands, die ja immer eine richtig gute Performance hinlegen. Einer kommt in der nächsten Woche nach Eberswalde, der das den Kids und Jugendlichen hier richtig zeigen will. Und das ist Detlef Disos, der Star-Choreograf Deutschlands. Und wir haben schon mal vorab mit ihm gesprochen. In wenigen Tagen wird Eberswalde einen Blick hinter die Kulissen des Showbusiness werfen können. Am Sonntag, dem 9. Mai, wird das Sportzentrum Westend zum Schauplatz eines Workshops der besonderen Art. Profi-Choreograf und Tänzer Detlef Disos und seine Mitstreiter werden in 5 Stunden allen, die sich zur Musik stilvoll bewegen wollen, die erforderlichen Grundlagen beibringen. Und wer weiß, vielleicht finden sich ja auch in unserer Stadt Talente, die das Zeug für eine Karriere im Rampenlicht haben. Aber welche Voraussetzungen sollte man dafür eigentlich mitbringen? Wenn wir über Starsein reden, dann ist es immer aus meiner Sicht ein bisschen gefährlich, weil gerade den jungen Leuten sehr, sehr stark suggeriert wird, dass man mit relativ wenig Aufwand Star werden kann. Stars sind aber Leute wie Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Tina Turner. Und die sind einen sehr, sehr harten, langen Weg gegangen. Ich würde eher über Popkünstler oder über Musikkünstler reden wollen. Und wenn ich den Weg gehen will und da erfolgreich werden will, dann gibt es 3 Fakten, die ich erfüllen muss. Erstens, ich brauche das grundsätzliche Talent. Ja, wenn das nicht da ist, dann bringt mir alles nichts, aller Ehrgeiz nichts. Dann brauche ich die Gier nach Erfolg. Ich muss wirklich gierig sein, meinen Weg und mein Ziel zu erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist, man sollte sich verdammt nochmal darüber im Klaren sein, dass erfolgreich sein im Showgeschäft nicht nur heißt, auf der Bühne zu stehen und bejubelt zu werden, sondern dass es ein sehr, sehr hartes Geschäft ist, dass man damit leben muss, dass man mal oben ist und mal unten und dass der Weg sehr, sehr steinig ist, dass es sein kann, dass wenn man erfolgreich ist, die Leute in der Presse schlecht über einen reden, obwohl das gar nicht stimmt und so weiter. Man sollte, bevor man diesen Weg beschreitet, wirklich ganz intensiv darüber nachdenken und nicht nur davon träumen, auf der Bühne zu stehen und bejubelt zu werden. Natürlich hat Detlef Disos seinen Erfolg nicht über Nacht erworben. Harte Arbeit und die Bereitschaft zu Höchstleistungen haben im Laufe der Zeit ihre Früchte getragen. Über 50 Dies Dance Club Schulen gibt es inzwischen in Deutschland. Und dass der Künstler sein Handwerk beherrscht, sieht man an den Stars, mit denen er inzwischen zusammengearbeitet hat. Ich persönlich kann sagen, dass es viele Künstler gibt, wo die Arbeit riesig viel Spaß macht, weil eine extreme Dankbarkeit da ist und auch der Wille, sich weiterzuentwickeln. Eine der Künstlerinnen, die ich da nie vergessen werde, ist Melanie Thornton. Ja? Eine Frau, die weltweit schon Erfolge hatte, war bei mir im Center und da kannte man mich noch nicht und hat dankbar alles, was ich mit ihr erarbeitet habe, angenommen und auch weiterentwickelt. Also sie hatte einen riesen Ehrgeiz. Ja? Ähnlich interessant war es mit Broses und New Angels, das ist einfach ein Fakt. Ja. Yvonne Katterfeld ist eine ähnliche Künstlerin und viele, viele andere. Dass man in einem 5-stündigen Workshop nicht schon zum Star wird, versteht sich von selbst. Aber für einen erfolgreichen Auftritt in der Disco oder im Freundeskreis reicht das Training allemal. Wie sieht es aber aus mit der persönlichen Note? Justin Timberlake zu kopieren oder Jennifer Lopez nachzuahmen, wird langfristig nicht genügen, um eine gute Figur zu machen. Wenn wir über Styling reden, ja, dann ist ja jemand, der gut
gestylt ist, immer jemand, wo man sagt, okay, das sieht nicht aufgesetzt aus. Ja, wenn ganz dumm ein 50-Jähriger versucht, noch jung zu wirken und solche Buggy-Pants anzieht und Basecap schräg aufsetzt und ein Muskelshirt, obwohl doch schon der Bierbauch rauskommt, dann sieht es aufgesetzt aus. Ja, es geht also darum, dass man für sich selbst den Stil findet, der zu einem passt, mit dem man sich wohlfühlt und wo man nicht selbst das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwas darstellen durch meine Klamotten, dass ich in Wirklichkeit selbst nicht bin. Ja, und dann funktioniert es auch mit dem Styling. Mit dem Workshop von Detlef D. Soest wird der Veranstaltungskalender von Eberswalde um eine Attraktion reicher. Vor allem für junge Leute wird eine solche Chance sicher nicht so schnell wiedergeboten. Da man eine Ausbildung zum Profi nicht geschenkt bekommt, wird wohl manches Sparschwein dabei auf der Strecke bleiben. Aber Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Sehr, sehr sportlich startet Eberswalde TV ins Wochenende. Wir sind auf dem Tennisplatz hier im wunderschönen Eberswalde. Jetzt meine Frage mal, ab wann kann man eigentlich anfangen, Tennis zu spielen? Gibt es da so eine Altersuntergrenze? Ja, es gibt verschiedene Ansichten, in welchem Alter man mit den Kindern anfangen kann. Ich halte es für vernünftig mit 8, 9 Jahren. Wenn der Schuleinstieg vollzogen ist und wenn die erste kleine Belastungsprobe überstanden ist, dass man sich dann auch sportlichen Dingen zuwenden kann. Und 8, 9 Jahre ist ein gutes Alter, um die Bewegungsabläufe gut einzuprägen. Sie haben ja, wie schon gesagt, Spieler jeden Alters und auch einen ganz speziellen Nachwuchswunsch, oder? Ja, wir sind bereit, Kinder und Jugendliche, auch im größeren Alter, also über 8, 9 Jahren, jederzeit aufzunehmen. Wir haben jeden Nachmittag in der Woche Nachwuchstraining, ab 15 Uhr ungefähr. Und wir sind jetzt dabei, auch einen professionellen, also hauptberuflichen Tennistrainer für einen Nachmittag in der Woche, wahrscheinlich Mittwoch, einzustellen, um das Nachwuchstraining qualitativ noch anzuheben. Wenn also jemand der Meinung ist, er könnte Ihren Sprosslingen hier noch was beibringen, der kann sich dann direkt hier an Sie wenden, oder? Kann sich jederzeit an mich wenden oder an die vorhandenen Personen auf der Tennisanlage. Wie gesagt, täglich in der Woche, Montag bis Freitag von 15 Uhr an. Hier ist jetzt also jeden Tag was los und hoffentlich spielt für Sie auch das Wetter mit. Das ist ja, glaube ich, auch ganz entscheidend. Was ist eigentlich, wenn so ein ganzes Wochenende mal verregnet ist? Wenn ein ganzes Wochenende verregnet ist, dann fallen einige Punktspiele aus und dann müssen die nachgeholt und verlegt werden. Da sind wir auf Petrus angewiesen. Aber jetzt geht es ja erstmal los und das Wetter spielt zum Auftakt auch mit. Bevor wir heute noch feiern, die Einweihung des neuen Funktionsgebäudes, kommen wir zu unseren Eberswalder Geschichten, eine sehr beliebte Rubrik immer in unserer Wochenendsendung. Und heute geht es um die ersten Rundfunkübertragungen. Und das hat uns natürlich als Eberswalde TV und auch BB Radio Nordost besonders gut gefallen. Erzählt von Werner Elling. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Eberswalder Geschichten. Aufgenommen in dem Museum der Adlerapotheke in Eberswalde. Das Thema heute ist die drahtlose Telegrafie mit Live-Übertragung von Musik und Sprache. Ich kann einiges darüber erzählen, weil mein Vater an diesen Versuchen maßgeblich beteiligt war. Mein Vater ist der Goldschmiedemeister Juwelier Elling, ein leidenschaftlicher Hobbymusiker, der immer einige Musiker um sich geschart hat. Durch Zufall ist er dazu gekommen, an diesen Versuchen am Finow-Kanal teilzunehmen. Er war zuerst mit seiner Geige allein, wurde dazu animiert von dem damaligen Ingenieur am Kanal, dem Herrn Herzog, und sie machten mit der Geige allein Versuche. Später kam die Laute dazu, die wurde gespielt von einem Fräulein Streetz. Es waren viele Eberswalder nachher an diesen Konzerten beteiligt. Wir haben hier ein Bild, da ist abgebildet der Cellist, Herr Grabert. Herr Grabert war Musiklehrer an der Oberrealschule in Eberswalde, vielen noch bekannt, die die Schule seinerzeit besucht haben. Stehend ist mein Vater zu sehen, dann wieder sitzend ist ein Herr Seifert. Der Vater von Herrn Seifert hatte die Bahnhofsgaststätte. Stehend ist Flügge. Herr Flügge war Militärmusiker und später bei der Post in Eberswalde angestellt. Die anderen beiden Herren kannte ich nicht weiter, ein Herr Hanke und ein Herr Heike. Auf diesem anderen Bild ist dann Fräulein Streetz zu sehen. Fräulein Streetz stammt auch aus Eberswalde. Die Eltern besaßen die Villa Märchen.
und waren selbst Opernsänger. Fräulein Streetz hatte auch eine Ausbildung als Sängerin, war dann in Eberswalde, bekannt auch die Eltern und Fräulein Streetz mit meinen Eltern. Und mein Vater konnte Fräulein Streetz animieren, an diesen Konzerten teilzunehmen. Sie hat dann an der Laute begleitet und auch selbst gesungen. Das war insofern entscheidend, dass sie eine Stimme hatte, die den damaligen Möglichkeiten sehr entgegenkam. Wir hatten später zum Beispiel die Sänger Gitta Alper oder Herbert Ernst Groh, die gerade für die Übertragung, die waren in 30er Jahren, führend waren. Von meiner Mutter weiß ich, dass sie insofern daran beteiligt war, dass sie abhören musste die Qualität der Aufnahmen abhören musste in einer Nebenbaracke oder auch mal die Ansage übernehmen musste. Die Sendungen selbst wurden sehr weit übertragen. Es ist bekannt, dass zum Beispiel in Kopenhagen, also überhaupt in skandinavischen Ländern, in der Schweiz und auch woanders sehr gute Empfangsmöglichkeiten waren. Interessant wäre vielleicht noch diese kleine Geschichte. Da wurde nach Kopenhagen übertragen. Diese Sendung wurde von der Telegrafenanstalt, von der Telefonanstalt in Kopenhagen aufgenommen und dann verteilt an Fernsprechteilnehmer aus Kopenhagen, die eine bestimmte Nummer angewählt haben. Hier in dieser Vitrine ist ein Radioempfänger zu sehen, wie er so Ende der 20er Jahre üblich war. Ich kenne so einen Apparat noch von meinen Großeltern. Das war immer recht kompliziert. Es war dazu nötig, ein Akku, eine große Batterie und dann eben in mehreren Abteilungen solche Kästen, die verschiedene Röhren hatten und vor allen Dingen Spulen, die man auch auswechseln musste, je nachdem, welche Frequenz man nun haben wollte. Dazu gehörte natürlich noch eine Hochantenne. Und trotzdem, der Empfang war recht gut. Ich weiß noch, dass ich damals bei meinen Großeltern den Tod von dem Reichspräsidenten Hindenburg erlebt, gehört habe, hier aus diesem Apparat. Der Eberswalder Tennisclub hat Zuwachs bekommen und wir feiern heute hier die Einweihung des neuen Funktionshauses. Es werden noch zahlreiche Gäste erwartet. Wir haben schon mal Platz genommen im neu gestalteten Clubraum. Wie lange wurde eigentlich am gesamten Gebäude gebaut? War es schwer? Ja, die Bauzeit war von Oktober 2002 bis jetzt März, April 2004. Und es steckt eine ganze Menge Arbeit der Vereinsmitglieder drin, aber natürlich auch vieler externer Firmen, Bauunternehmen. Und auch gemeinnütziger Vereine, die uns hier etwas geholfen haben. Und hier kann man dann gemütlich verweilen, wenn das Tennisspiel zu Ende ist. Tennis ist ja ein Sport, den man erlernen muss. Da kann man sich nicht einfach aufstellen und losspielen, außer man hat ein besonderes Talent. Wie groß ist denn die Nachfrage bei den Erwachsenen? Wollen es viele lernen? Na, wir haben gelegentlich Nachfrage, wir wünschen uns aber eigentlich noch mehr Nachfrage. Der Bereich der Freizeitspieler, der Hobbyspieler fehlt uns etwas im Verein. Wir sind dabei, das auszubauen. Wir bieten seit vorigem Jahr einen Schnupperkurs oder Anfängerkurs für Erwachsene an, der mittwochs immer 18 Uhr stattfindet, bis 20 Uhr geht und wo jeder herzlich willkommen ist, Tennis kennenzulernen oder sich auszuprobieren, gucken, ob das was für ihn ist. Und wir bieten auch als Attraktion dafür an, dass das also die ersten 4 Wochen kostenlos ist und wer möchte, kann dann in den Verein eintreten. Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen? Also außer mal den kurzen weißen Rock und ein paar Schuhe. Ja, kurzer weißer Rock ist nicht mehr so wie früher. Die Kleidung hat sich ja auch etwas gewandelt, ist bunter geworden. Also die Voraussetzungen sind in erster Linie die Schuhe, die ein innenliegendes Profil haben sollten, um den Platz nicht zu verletzen. Bälle sind vorhanden, Schläger sind vorhanden. Sportkleidung und gute Laune und Unternehmungslust und Herkommen. Und ein bisschen sportlich sollte man sein? Oder ist es auch was für Leute, die einfach sagen, mir fehlt die Bewegung, ich bin nicht so sportlich? Das ist durchaus möglich. Man muss nicht sportlich super versiert sein. Es gibt durchaus eine ganze Menge Spieler auch in unserem Verein, die man sportlich als mäßig begabt einstufen könnte und die trotzdem nach einer Übungszeit ganz gute Leistung bringen. Also einfach anmelden hier bei Ihnen im Tennisclub. Eberswalde zeigt seit dieser Woche Flagge. Was genau sich dahinter verbirgt, das wissen wir.
Egal aus welcher Richtung man mit dem Auto in die Stadt kommt, überall wehen jetzt Fahnen, die auf unser großes Stadtjubiläum aufmerksam machen sollen. Mitarbeiter des Baubetriebsamtes der Stadt haben die insgesamt 15 Fahnen, die auf einen Entwurf des Finoforters Mario Tinsmann zurückgehen, weithin sichtbar angebracht. Und wenn Sie sich die Daten noch nicht im Kalender notiert haben sollten, dann sollten Sie sich jetzt auf jeden Fall die Festwoche vom 28. Mai bis zum 6. Juni ganz dick anstreichen. Denn dann wird in ganz Eberswalde das 750-jährige Bestehen gefeiert. Es steht ein ganz besonderes Wochenende ins Haus. Nicht nur, dass der Monat wechselt, sondern auch automatisch mit dem 1. Mai die Erweiterung der EU. Insgesamt 10 neue Mitgliedstaaten werden in der Europäischen Union am 1. Mai begrüßt und vielerorts gibt es große Volksfeste und viele Willkommensfeiern. Und damit beschäftigt sich auch der Kommentar unseres Kollegen Joachim Stennert. Der heißt nämlich heute Guten Tag Europa. Die Jubelfeiern am 1. Mai gehören zum Glück der Vergangenheit an. Die Parolen vom Internationalen Kampftag der Werktätigen ebenso. Die freien Gewerkschaften besinnen sich dennoch immer mehr des kämpferischen Inhalts dieses Tages. Schließlich gilt es, den Sozialabbau in Deutschland zu stoppen. Gerade im Osten werden die Zeiten härter. Ist dieser 1. Mai nicht trotzdem ein Tag der Freude? Die neuen EU-Mitglieder sind in Europa angekommen. Durch den Beitritt zur Bundesrepublik sind wir damals über Nacht Europäer geworden, nicht nur zur Freude der anderen Mitgliedstaaten. Vorbehalte gab es allenthalben, doch heute spricht niemand mehr davon. Und Vorbehalte gibt es auch jetzt, vor allem hier bei uns im Grenzland. Die Angst, die schon rar gesäten Arbeitsplätze könnten noch knapper werden, weil jetzt die Polen und die Tschechen kommen, ist unbegründet. In zweierlei Hinsicht. Erstens verhindern Übergangsregelungen in den nächsten 7 Jahren den freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Und zweitens würden arbeitssuchende Neueuropäer die Jobs eher in Bayern oder Baden-Württemberg vermuten, als hier entlang der Oder bei 20% Arbeitslosigkeit. Die Kriminalität wird steigen, heißt es immer wieder. Wer in Deutschland kriminelle Machenschaften im Schilde führt, ist längst hier. Heißen wir also die neuen EU-Mitglieder willkommen? Oder sollten wir vergessen haben, dass Polen, Ungarn, Tschechen viel früher dem eisernen Vorhang Paroli geboten haben? Oder dass die baltischen Staaten zum Spielball von Hitler und Stalin gemacht wurden? Dass die Ungarn 1989 mit dem Europaspaziergang auch gerade die Grenzen für DDR-Bürger geöffnet haben? Dass die Polen mit dem Papst einen wesentlichen Beitrag zum Niedergang des Ostblocks geleistet haben? Dass die Botschaft in Prag auch ein Ausgangspunkt für die deutsche Einheit war? Dass sich nun die Türen nach Europa für all jene öffnet, sollten auch für uns Grund zur Freude sein. Schließlich wächst zusammen, was zusammengehört, um ein Wort von Willy Brandt zu gebrauchen. Eine Gefahr birgt dieser 1. Mai trotzdem, dass nämlich jetzt noch mehr Firmen ihre Produktion weiter nach Osten verlagern, weil dort die Lohnkosten niedriger sind. Wenn wir Deutschen eines Tages aber als Konsumenten nicht mehr in Betracht kommen, weil niemand mehr Geld hat, ist guter Rat teuer. Dann haben diese Unternehmen Europa einen Bärendienst erwiesen. Und das kann doch wohl nicht der Sinn von Europa sein. Tennisspielen hält offensichtlich jung. Das hat mir zumindest das älteste aktive Mitglied des Eberswalder Tennisclub bestätigt. Nochmal Dr. Heiko Walter, der Vater des Vorsitzenden hier. Wie oft spielen Sie denn Tennis? 3 bis 4 Mal in der Woche. Und was macht Ihnen daran am meisten Spaß? Einmal, dass ich also seit 1971 Übungsleiter bin und auch jetzt noch 3 Mal in der Woche Kinder- und Jugendgruppen trainiere bei uns auf der Anlage. Ich muss also korrigieren, ich gehöre nicht zum Eberswalder Verein, sondern komme aus Brandenburg an der Havel und gehöre da zum TC BSC Süd 05. Aber ich bin sehr gerne und sehr oft in Eberswalde, schon aus familiären Gründen, aber auch eben, weil eben Eberswalde ein sehr guter Tennisverein ist, mit dem ich immer sehr zufrieden bin in meiner Funktion als Vorsitzender vom Bezirk Nordbrandenburg, des Tennisverbandes Berlin-Brandenburg. So, nun haben Sie und Tennisspieler können auch nicht stillstehen. Er ist also schon wieder, ja. Ihr Partner, ja, wartet schon. Spielt man eigentlich lieber gegen Frauen oder lieber gegen Männer? Das kommt darauf an, ja. Ich spiele sehr gerne gegen meine Frau. Das heißt, ich spiele nicht gegen meine Frau, ich spiele mit meiner Frau. Wenn ich gegen meine Frau spiele, gibt es Ärger im Hause. Nicht? Denn das würde bedeuten, dass ich die Bälle dahin setze, wo sie sie nie kriegen kann. Ja? Aber mit ihr spielen, da freut sie sich sehr, wenn ich das mache. Und das kommt einmal in der Woche vor und dann spielen wir auch einmal noch Mixed mit einem anderen Ehepaar. Also man tut, was man kann.
Schön, dann wünsche ich weiterhin viele flache Bälle, viele schnelle Bälle und dass es immer so weitergeht. Wir waren in dieser Woche unterwegs, da ist auch richtig was passiert. Und zwar ist in Eberswalde offensichtlich ein Flugzeug abgestürzt. Was sich genau dahinter verbirgt, Emanuel Heims war mit der Kamera dabei. Es war Punkt 20 Uhr, da ging in der Leitstelle für Brand- und Katastrophenschutz der Barnimer Kreisverwaltung die Meldung des Finua Towers ein, dass ein polnisches Passagierflugzeug im Notlandeanflug auf den Flugplatz sei. Was die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass es sich zum Glück nur um eine Übung handelt. Die hat Barnims Landrat Bodo Irke angeordnet, um die Einsatzfähigkeit zu überprüfen. Wir machen heute eine Katastrophenschutzübung und zwar das zentrale Thema, dass ein Flugzeug also notlanden muss und dabei es auch Verletzte und Tote geben wird. Verirrte, die jetzt hier im Wald rumlaufen und dass wir mal das Zusammenspiel der Katastropheneinsatzkräfte üben können. Weil jede Einheit für sich und so, da kann man immer üben und trainieren. Aber Zusammenspielen, Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sind genug Kräfte verfügbar, kann die Leitstelle alles vernünftig organisieren. Das ist eigentlich Ziel und Inhalt der Übung heute. Es dauert nur wenige Minuten, dann ist das Flugzeug auch schon in Sicht. Eine dicke Rauchfahne zieht es hinter sich her. Die Betreiber des Flugplatzes haben einen Kunstflieger präpariert, um das Szenario echt wirken zu lassen. Auf dem Rollfeld steht eine ausgediente HFW 320, die ehemals im Dienste der Luftwaffe flog. Dieses Flugzeug, das heute zur Luftfahrthistorischen Sammlung in Finofort gehört, wurde nun Schauplatz eines Katastrophenschutzeinsatzes. Viele Helfer des THW dienten an diesem Abend als Komparsen. Künstliche Wunden, Schnitte, Verbrennungen, zerrissene Kleidung. Die Vorbereitungsgruppe um Kreisbrandmeister Dietmar Schmidt hatte sich bemüht, alles so echt wie möglich aussehen zu lassen, um im Ergebnis ein möglichst reales Bild von den Fähigkeiten und Kenntnissen der Einsatzkräfte zu erhalten. Die Feuerwerker tauchten die Kulisse in dicke Rauchschwaden. Und dann trafen die Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz am Unglücksort ein. Aus dem Innern des Flugzeugs sind Schreie und Klopfzeichen zu hören. Doch zunächst muss das brennende Flugzeug in einen Schaumteppich gehüllt werden, denn austretendes Benzin kann mit Wasser nicht gelöscht werden. Erst dann können die Helfer mit der Bergung der Passagiere beginnen. Schweres Atemgerät ist dazu erforderlich, denn der Qualm ist noch immer beißend in der mittlerweile herannahenden Nacht. An den Helfern gehen diese Strapazen nicht so ohne weiteres vorüber. Scheiße. Passiert nicht oft, würde ich sagen. Und da hat auch keiner mit Erfahrung. Insofern ist es wichtig für euch, so eine Übung zu machen? Ja, auf jeden Fall. Damit wir, falls mal wirklich was passiert, wirklich wissen, was wir machen müssen. Naja, man weiß ja nie, was ist. Weil wir haben ja auch nicht mal Pieper mit Display. Da weiß man ja auch nicht. Und ja, man weiß halt nicht. Dann kriegt man seinen Fax, also den Ausdruck von einem Drucker. Und da steht es dann halt drauf. Und dann, ja, so genau weiß man das ja auch nicht, was das nun ist, wenn man von zu Hause kommt. Der Adrenalin spielt natürlich erstmal hoch. Man kennt das ja noch aus dem Fernsehen. Und er macht sich eben seine Gedanken da, ne? Ist auch nicht für uns auch eine ungewöhnliche Situation. Insofern ist so eine Übung aber auch wichtig, denke ich, ne? Ja, viel ist so selten gemacht. Die verletzten Passagiere werden sofort vor Ort von den Helfern in einer ersten Notversorgung betreut. Dann werden sie zum Sanitätsstützpunkt gebracht, der in sicherer Entfernung vom Unglücksort aufgebaut wurde. Hier herrscht kurz nach Beginn der Rettungsaktion schnell ein großer Andrang. Notarzt und Sanitäter haben alle Hände voll zu tun. Zur gleichen Zeit beginnen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr mit der Sicherung des Flugzeugs. Die Löscharbeiten sind beendet. Der Kreisbrandmeister bewertet den Einsatz seiner Truppe positiv. Leise zufrieden kann man schon sein. Unsere Einsatzkräfte, gerade auch Feuerwehr und Rettungsdienst, waren sehr schnell zur Stelle, haben sehr gut zusammengearbeitet, sodass ich davon ausgehen kann, dass vom Grundsatz her unsere Notfallübung hier heute von Erfolg gekrönt war. Die alarmierten Kräfte der Polizei hatten seit Beginn des Einsatzes das Areal des Flugplatzes weiträumig abgesperrt. So ist es auch nur dem Einsatz der Polizei zu verdanken, dass auch wir mehrmals angehalten wurden, das Einsatzgebiet mit unserer Kamera zu verlassen. Insgesamt ist die Arbeit der Polizei bei einem solchen Einsatz nicht zu unterschätzen. Wenn die Absperrung erfolgt ist und die anderen ihre Aufgabe hier erledigt haben, geht es auch darum, dass die Polizei im Rahmen kriminalpolizeilicher Maßnahmen zum Beispiel hier Sachen durchführt. Sie sehen ja an dem Szenario hier, dass Verletzte und Tote zu beklagen sind. Es wird dann sicherlich auch noch so sein, dass möglicherweise von der Passagierliste Leute nicht auffindbar sind. Und dann geht es eben darum, zum Beispiel die Identität festzustellen von irgendwelchen Personen. Nachdem die ersten Schwerverletzten in die umliegenden Krankenhäuser abtransportiert wurden und die Fluggesellschaft die Passagierliste übergeben hatte,
stellte sich beim Abgleich heraus, dass 3 Personen fehlten. Im Flugzeug sind sie allerdings nicht gewesen. Vermutet wurde, dass sie sich im Schockzustand von der Unfallstelle entfernt haben. Aus diesem Grund kam auch ein Helikopter zum Einsatz, der mit Wärmebildkameras die Vermissten in abgelegenen Waldstücken fand. Kurz nach Mitternacht war die Übung beendet. Es handelte sich glücklicherweise nur um eine Übung, die den Verantwortlichen aber viel Aufschlussreiches bot. Wir haben ja nach 1997 zum zweiten Mal hier auf dem Flugplatz geübt. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es auch Schwierigkeiten, dass die einzelnen Einsatzgruppen sich so aufgestellt haben, dass sie nicht gegenseitig sich behindert haben, dass es abgesichert war, dass die Feuerwehr zuerst rangeht und Leib und Leben auch der Einsatzkräfte geschont wird und geschützt wird. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das hat heute viel besser geklappt. Und gut, man muss die Zeiten auswerten, man muss jetzt sehen im Detail, was schiefgelaufen ist. Dafür sind ja so eine Übung da. Denn es ist ja eine realistische Übung. Nicht? Im vorigen Jahr hatten wir diese Notlandung in Werneuchen und es kann jeden Tag vorkommen. Und es ist eben 10-mal besser, einmal zu üben, als auf dem Papier immer wieder zu versuchen. Und deshalb sind solche Übungen so wichtig. Die Versorgungseinheit des Katastrophenschutzes hatte übrigens auch ihren Einsatz. Heißer Tee und eine Erbsensuppe aus der Gulaschkanone sollten dafür sorgen, dass Einsatzkräfte und Passagiere in der kälter werdenden Nacht die Strapazen des Abends ertragen konnten. Ja, so langsam trudeln die geladenen Gäste ein hier im Tennisclub Eberswalde, denn es soll heute noch richtig gefeiert werden, die Einweihung des neuen Funktionshauses hier. Und wir mischen uns jetzt einfach mal unters Publikum. Prominenz gab es in dieser Woche allerdings schon mal hier, zumindest in der Ecke von Eberswalde, nämlich in Finofurt. Und man konnte fast sagen, dass wir Wahrnehmer Berlin in Sachen Prominenz ein bisschen den Rang abgerannt haben. Es ging dabei um eine sehr interessante Sache und um einen sehr interessanten Mann. Eine Ausstellung zu Ehren eines starken Mannes. Matthias Erzberger, Reichsminister in Deutschlands schwerster Zeit, ist heute in der Gemeinde Schorfheide eröffnet worden. Er sei der Begründer einer modernen Finanzverfassung in ganz Deutschland. So hieß es im Festvortrag von Brandenburgs Finanzministerin Dagmar Ziegler über das Wirken des früheren Reichsfinanzministers Erzberger. Die Gemeinde beabsichtigt, einen Platz im Ortsteil Fino nach Erzberger zu benennen. Ja, das hat eigentlich eine lange Geschichte. Sie wissen ja, dass ich dienstlich sehr viel mit Bekämpfung des Rechtsextremismus zu tun habe. Und man macht sich natürlich Gedanken, wie kann man die Ursachen bekämpfen. Und dann habe ich im Fernsehen gesehen, dass Schorfheide Straßenumbenennung vor sich hat. Und da habe ich den Bürgermeister angeschrieben und bin dort eben auf ein fruchtbares Feld gefallen hier. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Es geht also aus meiner Sicht wirklich darum, den demokratischen Gemeinsinn in Deutschland zu stärken. Und das ist der beste Schutz vor Extremismus. Dies wäre sicher eine Ehrung zu Lebzeiten gewesen für den engagierten Politiker, dem es gelungen war, im Schatten des Ersten Weltkrieges in der Weimarer Zeit für Deutschland grundsätzlich neue Regeln für die Finanzverfassung, für eine einheitliche Steuerverwaltung und für einheitliche Steuergesetze geschaffen zu haben. Ein Wegbereiter deutscher Demokratie, den es heute zu ehren galt. Also er hat in einem halben Jahr 12 Steuergesetzgebungen auf den Weg gebracht und durchgesetzt. Das zeigt schon mal seine starke Energie, die er hatte. Das ist natürlich Vorbild für alle Politiker und sollte das auch sein. Nämlich das, was zu tun ist, auch tatsächlich anzugehen und zu tun. Und nicht nach rechts und links zu gucken, nicht nach Wahlkampfterminen, nach Mehrheiten und so weiter. Das ist etwas, was Vorbild für alle ist. Vertraut machen können sich die Bürgerinnen und Bürger sowie viele Vertreter aus Politik und Wirtschaft, wie zum Beispiel der Staatsminister des Landes Baden-Württemberg Rudolf Köberle, CDU-Generalsekretär Thomas Lunacek oder Generalstaatsanwalt Gerardo Rautenberg und viele andere, mit dem Leben und seinen Werken des 1921 ermordeten Reichstagsabgeordneten in der Ausstellung noch bis zum 19. Mai. Doch damit nicht genug der Ehre. Also ich finde es bemerkenswert, dass Schorfheide hier den ersten Schritt getan hat. Und ich hoffe, dass mit dieser Ausstellung auch so ein Impuls in Richtung Berlin geht, dieses zu tun. Dieser Mensch hat es verdient. Ehre, dem Ehre gebührt. Einheitliche Steuergesetze sind für Deutschland heute eine Selbstverständlichkeit. Doch gerade heute wird vor allem im Bund diskutiert, ob es angesichts der die Rahmenbedingungen des Steuerrechts stark beeinflussenden Globalisierung der Wirtschaft und der rechtlichen Vorgaben aus der EU nicht besser wäre, auch in der Bundesrepublik wieder zu einer bundeseinheitlichen Steuerverwaltung zurückzukehren.
Wir haben heute mal ein bisschen in der Welt des Eberswalder Tennissports schnuppern können und wir haben einiges hier gesehen und erfahren. Inzwischen ist das neue Funktionsgebäude hier in dieser wunderschönen Anlage eingeweiht worden und die Woche verabschiedet sich auch sehr schön, nämlich mit strahlendem Sonnenschein. Wir haben es hier richtig gut und freuen uns natürlich auf die ganzen vielen Freitage, wo Eberswalde TV on Tour ist und immer wieder so schön die Sonne scheint. Am Wochenende soll es relativ schön bleiben. Es könnte allerdings auch ab und zu Regen geben und ein bisschen Wind, wie Sie es vielleicht im Moment schon merken. Am Montag sind wir dann wieder ganz geschützt im Studio und ich freue mich, wenn Sie wieder dann dabei sind. Aber erstmal happy Wochenende.